Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ich treffe mich jetzt mit einem Kollegen für einen Glückstausch. Check gerne das Video von gestern ab, denn da habe ich offiziell verkündet, dass ich aufgehört habe. Und aufhören ist halt immer so eine Sache. Also ich habe es natürlich nicht deinstalliert. Mehr dazu aber gleich noch. Ein paar Sachen mache ich immer noch, auch wenn es sehr runtergeschraubt ist. Eben auch Glückstausche. Zwar nicht mehr aktiv, also ich melde mich nicht mehr und sage, hey, yo, lass uns treffen und plan da meine nächsten 2-3 Wochen voraus. Ich hatte sogar einen Terminkalender, wo ich jeden Tag eingetragen habe, wer wo wann kann. Aber wenn jemand mich fragt, dann tausche ich gerne. Vor allem, wenn ich eh in seine Richtung kommen muss. Also ich muss hier später noch ins Werksviertel. Deswegen, das seht ihr auch gleich noch. Deswegen habe ich ihm gesagt, yo, muss ich hier eh in die Nähe, komm zum Ostbahnhof und wir können auch tauschen. Wenn ich noch eine gute Tat machen kann, wieso nicht? Und die Liste ist immer noch aktiv. Also wenn ich was tausche, dann natürlich immer noch, was ich brauche. Also denkt jetzt nicht, dass ich irgendwie Horn Leo nehme und ihr kriegt da für Shiny was weiß ich was. Nee, das sicher nicht. gerade fertig getauscht. Ey, Regi Rock, weil für mir immer noch 100 und Shiny hat er jetzt nichts mehr, weil die Liste ist sehr gering. Ich schaue so, 22, 30 wäre 100 gewesen und meiner ist so schlecht. Ich so, what the fuck? Das war beinahe der schlechteste, also ein Wert über dem schlechtesten. Kein Abschiedsgeschenk von mir. Niantic bestraft mich. Obwohl, wie gesagt, checkt das Video von gestern ab. Ich habe an dem Tag, wo ich den Entschluss gefasst habe, aufzuhören, 7 oder 8 Lucky Freunde bekommen, also echt crazy. Unter anderem der Kollege hier, Julian, wir waren jetzt schon 6-7 Mal. Und wie gesagt, das wird auch so bleiben, also ich werde das Spiel nicht deinstallieren. Zeit zum Geschenke aufmachen werde ich immer noch finden. Das sind halt nur die Überklassensachen, also ich werde jetzt hier nicht mehr die ganze Zeit 20 Arenen besetzen. Ich werde einfach mehr dazu gleich, hier sind zu viele Leute. Da muss ich hin. Das ist auch ein krasses Riesenrad. Aber da muss ich nicht genau hin. Ich habe mich auch gerade hier in die Arena gesetzt. Aber Hong, du hast doch gesagt, du hörst auf. Ich weiß nicht, ob die mich kannten oder einfach nur ins Video wollten. Aber, boah ey, was ist das für ein Verkehr? Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht deinstalliert. Ich zock zwar immer noch, aber halt extrem wenig. Ihr werdet mich nicht mehr in den Arenen sehen. Also nicht mehr in 20, also wenn ich mal an irgendeiner Arena vorbeikomme, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel 2 Uhr nachts auf die S-Bahn warte, die irgendwie gefühlt nur jede Stunde kommt und ich da 50 Minuten warten muss, dann werde ich schon das Spiel anmachen und wahrscheinlich die Arena, die dort ist, platt machen und mich reinsetzen. Zum Beispiel. Ich werde C-Day immer noch, auch wenn es nur 5 oder 10 Minuten oder 15 Minuten sind, anmachen und mir das neue Shiny holen. Ich werde halt nicht 3 Stunden zocken und da 30 Shinies haben und dann 27 davon wieder wegschmeißen. Ich werde das Spiel anmachen, 1, 2, 3 neue Shinies mir fangen und dann wieder ausmachen. Solche Sachen halt. Ich mache immer noch Geschenke auf, so wie es halt geht, oder verschicke Geschenke oder was gibt es sonst noch, was man so im Alltag macht. Ich mache halt zum Beispiel nicht mehr, ich habe ja zum Beispiel 10 Smurf-Accounts. Die habe ich nach der Strohbande benannt, die Mugiwaras. Da hatte ich 9 plus mein zweiter Account halt. Der einzige, der gefehlt hat, ist Jinbei. Den zähle ich offiziell noch nicht, aber jetzt, Spoiler, im Manga ist er ja mit dazugekommen. Offiziell jetzt. Da hatte ich den Nakama Ruffy, Nakama Zoro, Nakama Usopp und so weiter. Und mit denen habe ich zum Beispiel jeden Tag auch ein Raid gemacht, mindestens. Mich jeden Tag in die Arena gesetzt und sowas und jeden Tag mit denen interagiert, getauscht, damit die halt auch lucky werden und ich mir irgendwas rübertauschen kann. Jedes Mal, wenn ich irgendwas Seltenes gefangen habe, 10-mal geswitcht oder 5-mal, weil ich ja 2 Handys habe und mit denen dann auch noch gefangen. Und ja, keine Ahnung, das waren, keine Ahnung, vielleicht eine Stunde am Tag oder so, die ich nur für die zweite Accounts, dritte Accounts aufgebraucht habe. Sowas entfällt halt zum Beispiel. Oder halt die PvP-Action am Abend immer. Das waren auch locker eine halbe Stunde, bis man da mit jedem durch ist. Sowas entfällt. Ich mache einfach meine 30 Geschenke auf und verschicke so viele, wie es halt geht.
Hier übrigens das Riesenrad. Da war ich einmal oben mit meiner Ex-Freundin. Das ist eine tolle Aussicht. Da hinten hatte ich auch mal fast einen Job angenommen. Und noch weiter hinten, da habe ich sogar mal gearbeitet. Also cooles Viertel, das muss ich jetzt kurz abchecken. Wir sehen uns, nachdem ich mir noch mehr Gedanken gemacht habe, was ich sagen will. Das ist das Werksviertel. Atelierstraße, da ist voll viel so Graffiti und Bandkunst und sowas. Und das wollte ich abchecken, weil ich suche momentan ein paar interessante Orte, Objekte in München für so ein Projekt. Und da kommt es ganz gut, dass ich Pogo gezockt habe. Zum Beispiel hier und hier. Und apropos Pogo, ich benutze es natürlich zum Beispiel immer noch als Map. Klar, ich benutze Google Maps, aber das ist halt für weite Strecken. Zum Beispiel stand ich vorhin am Ostbahnhof und habe dann das Spiel angemacht, um zu sehen, wo genau ich hin muss. Also hierher, weil das ist zum Beispiel die Arena. Hier, Werksviertel Mitte. Das checke ich gleich ab. Das ist das Werksviertel. Hier seht ihr überall. Also ich habe hier auch schon ein paar Sachen gedreht. Echt coole Sachen. Echt coole Sachen. Boah, hier zum Beispiel. Ja, zum Beispiel noch aufgreifend, ergänzend zum Video gestern. Da haben mich zum Beispiel jetzt Leute angeschrieben und die wollten meinen Account geschenkt haben. Ich habe höflich gesagt, schleicht euch. So höflich, wie man schleicht euch sagen kann. Einer wollte den Main-Account, da erst recht schleicht ich. Und der andere wollte den zweiten Account. Da habe ich einfach höflich nein gesagt. Auch noch so ein anderer. Den habe ich mal geaddet, der war irgendwie, hat seinen Code gepostet in einer Münchner Gruppe. Hat sich herausgestellt, der ist kein Münchner, aber er war bereit für einen Glückstausch mir seine Daten zu geben, also Account Sharing. Aber persönlich kenne ich ihn halt nicht und der hat direkt nach irgendwelchen Shinies gegeiert. Weil ich gesagt habe gestern im Video, dass ich gerne die Shinies hergebe, damit sich jemand über die freut. Besser als dass sie bei mir vergammeln, aber die Einstellung ist ja nicht neu. Also zum Beispiel, wer das Video gesehen hat, wo ein Kollege, der Jens, extra aus Schweinfurt hierher gefahren ist für sein Shiny Pantimimi. Ich gebe immer alles ab. Ich brauche ja alles in Shiny Lucky, also ich sammle keine normalen Shinies. Dementsprechend habe ich immer alles hergegeben. Daran hat sich nichts geändert. Ich wollte das nur nochmal betonen und das wurde falsch verstanden. Aber abgesehen davon wurde das Video eigentlich gut aufgefasst und auch sehr verständlich, also auch für sehr viele, die genauso fühlen wie ich. Was mich freut, weil es ist immer schwierig, das in Videoform so im Selbstgespräch auszudrücken, was man fühlt. Aber ich denke, die meisten haben das verstanden. Ein Kommentar habe ich aber gelesen, typischer Kommentar, nicht unbedingt Hate-Kommentar gegen mich, aber Hate-Kommentar halt gegen Maps zum Beispiel, illegales Spielen. Diesen Kommentar sehe ich so oft und den habe ich auch schon so oft beantwortet, aber hier nochmal im Video. Die Motivation, weil die meinen immer, boah, die Motivation kommt davon, dass ich Maps benutze und dadurch alles habe und dadurch kein Ziel mehr habe. Nein, ich liebe Maps. Ich werde Maps bis zum Ende verteidigen, bis zu meinem letzten Tag. Wenn ich 100 bin, könnt ihr nochmal zu mir kommen und ich sage immer noch Maps Beste. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich so weit noch weitergehen kann. Ohne Maps, Maps haben mir nicht die Demotivation gegeben. Also ich bin nicht demotiviert, weil durch die Maps ich alles habe. Maps haben mir die Motivation gegeben. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich 2016 irgendwann mit dem Hype auch aufgehört, weil es nichts zu tun gibt. Ohne Maps hätte ich keine 100er gesammelt. Dann hätte ich auch keine 100er gemaxt. Das sind zwei große Aspekte vom Spiel, von meinem Spiel, die ich sonst nicht gehabt hätte. Ich hätte keine Arenen gemacht, weil ohne Maps kannst du da nicht alles abchecken. Und da, man kann schon, aber ihr wisst, was ich meine. Umständlicher. Hätte ich wahrscheinlich aber auch nicht gemacht. Ich hätte nichts gejagt, keine Quests gemacht, keine viel, viel weniger Raids. Also ich hätte alles beinahe gar nicht gemacht oder viel, viel weniger. Also ohne Maps. Maps haben mich erst motiviert, Maps haben mir einen Grund gegeben. Ohne Maps hätte ich kein 100er Nocturne gejagt, erlöst. Das wäre weggefallen. Ich hätte kein 100er Mankey gejagt, das wäre weggefallen. Ich hätte kein Lapras gejagt, 100, das wäre weggefallen. Wisst ihr, was ich meine? All das hätte ich gar nicht erst gemacht. Also, Abschluss. Maps beste. Ich pack's auch schon wieder von diesem Ort. Noch ein grober Überblick, weil
Für mehr Details muss ich noch ein paar Mal hierher kommen und mir alles anschauen, weil es gibt so viele Sachen. Noch ein kleiner Aufruf für einen Kollegen. Grüße gehen raus nach Berlin. Der sucht noch nach 3 Shiny Pikachu oder Pichu Formen. Nenne ich hier mal ein. Ich persönlich kenne keinen einzigen, der die sammelt. Deswegen, falls ihr die sammelt, boah, schreibt Yuki. Yuki irgendwas. Ich weiß nicht genau, Yuki SL kann das sein. Yuki auf Twitter. Werde ich wahrscheinlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Falls ihr da irgendwie einen Tausch mal engagieren wollt, helft ihm seine Sammlung noch zu vollenden. Ich checke jetzt noch eine andere Location ab und hole mir vielleicht noch was zu essen. Und bestimmt habe ich wir waren gerade bei meinem Eier stehen geblieben. Und dann sind mir die Worte wieder entfallen. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Druck, Alter. Macht mir keinen Druck. Ich habe jetzt viele positive Nachrichten bekommen bezüglich Yo Hong, wir supporten dich. Wir feiern deinen Charakter, ich bleib dran, ich deabonniere dich nicht und sowas. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Einer hat sogar geschrieben, alter Hong, ich würde sogar Videos anschauen, wo du einfach nur die Wand anstarrst. Richtiger Ehrenmann. Aber ein bisschen Druck habe ich jetzt, dass das, was ich als nächstes mache, krass sein wird, euch nicht enttäuscht und sowas. Und ich kann jetzt schon sagen, das wird eine Zeit dauern. Ich werde viele Sachen auch ausprobieren. Nicht alles davon wird cool sein, saftig sein. Wahrscheinlich vieles davon nicht, aber ich mache, was ich mache. Ich ziehe mein Ding durch, keine Angst, Leute. Die Reise hat erst begonnen. Naruto war gestern, heute ist Naruto Shippuden. Hier sind zwar coole Sachen und auch da hinten, aber nicht das, was ich gesucht hatte. Das ist nicht mehr da. Und zwar hier im Spiel. Das heißt Servus München. Was halt perfekt gewesen wäre. Ich blende es hier mal ein, Screenshot-mäßig, weil es spiegelt wahrscheinlich so sehr, dass ihr es nicht seht. Denn das wäre genau hier gewesen. Okay, die Message ist ein bisschen wichtiger. Breathe 2020, passend zur aktuellen Situation und Lage. Aber das Servus München hätte ich jetzt gebraucht und das ist leider weg. Das heißt, diese Station hier wird gecancelt. Aber ich zeige euch noch hier da hinten, was das auch sehr geil gemacht. Kleiner Sprung, ich bin wieder zu Hause. Das waren eigentlich sehr gute abschließende Worte. Naruto war gestern, heute ist Naruto Shippuden. Ich habe gerade fertig gearbeitet, mache jetzt dieses Video hier, lade das hoch, zocke eine Runde Hearthstone und dann gibt es Abendessen und dann, ja, dann habe ich Freizeit. Dann kann ich machen, was ich will. Muss nicht mehr drüber nachdenken, über die Arenen, über Quests, über irgendwelche Raids, über die zweiten Accounts, dass sie noch alles erledigen müssen. Nicht über die Interaktionen. Vielleicht schaue ich heute Abend nochmal rein und mache die Geschenke auf und verschicke ein paar Geschenke. Wenn nicht, dann nicht. Diese Freiheit fühlt sich gut an. Ich muss sagen, es fühlt sich sehr gut an. Ich habe jetzt auch viele Nachrichten bekommen, sehr viele Abschiedsnachrichten. Und auch Leute, die sich noch treffen wollen für einen Glückstausch. Wie gesagt, das ist kein Problem. Die Zeit kann ich mir immer noch nehmen. Ich habe immer was zu erledigen in der Stadt und man kann sich immer irgendwie entgegenkommen und das irgendwie unterbringen. Das ist echt kein Problem. Und auch natürlich, man ist ja immer noch befreundet, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv spiele. Freut es mich natürlich immer noch, gewisse Leute zu sehen. Auch wenn es so kurz ist, auch wenn es so mal ein High ist und dann tauschen und dann wieder gehen. Einfach nur so mal kurz auffrischen. Ist ja kein Problem, mache ich auch gerne. Grüße gehen raus an alle. Also, kein, ihr müsst jetzt mir nicht schreiben und darum bitten, boah, können wir bitte noch diesen Tausch machen, würde mich echt freuen und so. Ist kein Problem, wir können immer noch tauschen. Ich mache immer noch hier und da Geschenke auf. Ich werde wahrscheinlich immer noch einer der aktivsten Geschenkeöffner und Geschenkeschicker sein in eurer Liste. Das wird sich so sehr nicht verändern, weil dafür findet man immer Zeit. Ich kann später eine Runde Hearthstone zocken und nebenbei ein paar Geschenke aufmachen. Dreimal hier diese Stops drehen und 3 Geschenke verschicken. Also echt kein Problem. Aber was ich noch sagen wollte, Pokémon Go verschwindet nicht aus meinem Alltag. Genauso wie damals Yu-Gi-Oh! Ich habe ja auch Yu-Gi-Oh! Aufgehört, wir alle haben Yu-Gi-Oh! Aufgehört. Außer Nico, Grüße gehen, außer Nico. Er ist immer noch Teil von unserem Alltag. Ich war letztens bei Dimi chill. Wir haben seine alten Karten ausgepackt und wir haben ein Duell gemacht. Dann ist auch Steve gekommen und wir haben so ein Dreier-Duell gemacht. Aus den Gammelkarten, die er hatte. Wie so irgendwelche Grundschüler. Wir wollten dieses Jahr sogar zur deutschen Meisterschaft fahren. Einfach so zum Spaß, zur Gaudi. Und es ist halt immer ein Teil. Ich habe auch, wenn wir in der Stadt sind. Zum Beispiel letztens waren wir in der Stadt und da haben wir Mert getroffen. Einer der Trade Brothers, der ganz groß mit Yu-Gi-Oh! Karten handelt.
Und ab und zu schauen wir auch noch beim Laden vorbei, weil der ist ja mitten in der Stadt. Und wenn man irgendwo in der Stadt ist, manchmal trifft man sich auch noch dort, Treffpunkt dort oder so. Genauso ist es halt mit Pokémon. Ich war letztens mit Tati und Barisch in der Stadt, wir haben uns getroffen. Barisch ist ein paar Minuten zu spät gekommen, Tati und ich waren da und wir haben halt gewartet. Und währenddessen haben wir einen Raid mitgenommen. Gehört halt zum Alltag. Oder gestern, meine beste Freundin wollte sich treffen, wollte mir was geben. Da haben wir das gleich kombiniert und einfach uns beim Stammbund getroffen und einen Raid mitgenommen. Also Pogo wird nicht komplett aus meinem Leben verschwinden. Ich meine, dieses Jahr findet das GoFest nicht statt, beziehungsweise nur online. Aber nächstes Jahr, ich meine, wieso nicht? Ich kann auch dahin fahren zum Spaß, zur Gaudi. Auch wenn ich nicht aktiv spiele, wisst ihr, was ich meine? Ist nicht komplett aus meinem Leben verschwunden. Ich habe es nicht deinstalliert. Das wollte ich nur noch anmerken. Aber das war's von mir, Leute. Ich überlege gerade, was ich jetzt am Ende sage, weil Pokémon Go Serious Business passt nicht mehr dazu. Aber ihr wisst Bescheid, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt die Videos ab. Immer liken, subscriben, kommentieren. Keine Ahnung, was ich jetzt am Ende sagen soll. Einfach allgemein, life is serious business.